und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse. Heute zum zweiten Teil unseres kleinen Trainingsprogramms zur rechten Hand. Also wie schlage ich an, was mache ich beim Strumming, was gibt es da für Möglichkeiten, beziehungsweise wie übe ich das am besten? Dazu hole ich die Kamera wieder ran. Bis gleich. Ja, also Fortsetzung unseres Anschlagstrainings. Ich hoffe, dass du, dass ihr da fleißig mitgeübt habt und das war jetzt eigentlich nicht so schwierig. Aber es geht im Moment auch gar nicht so sehr um komplizierte Dinge, sondern eher darum, möglichst die Dinge reinzubekommen. Dass da dieser Automatismus entsteht, ja, dass ich meine Hand bzw. meine Finger, je nachdem, was ich bewege, immer kontinuierlich auf- und abwärts bewege. Und zwar eben egal, ob ich jetzt treffe, in Anführungszeichen, oder eben auch nicht. Mhm. Gut, wir hatten jetzt eben Anschlagsübung 1 bis 5. Und jetzt machen wir weiter mit der Nummer 6. Die sieht dann folgendermaßen aus. Wir machen einen Abschlag, dann einen leeren Aufschlag, Abschlag, auf, wieder leer und jetzt zweimal ab, auf. Also, wenn ich es jetzt ein bisschen regelmäßiger mache, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, machen wir das mal zusammen. Vielleicht ein Tick langsamer. 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und. Gut, jetzt mal das Ganze mit den beiden Akkorden, also E-Moll, Asus 2. Wir fangen mit E-Moll an. 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 3 und 4 und zurück. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 1 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 und 2 und 3 und 4 und 1. Ja, die nächste Übung, die hat schon in Anführungszeichen so ein bisschen mehr mit der Realität zu tun. Das heißt, das ist jetzt ein Anschlagsmuster, was doch immer wieder verwendet wird. Das ist auf der einen Seite eine Übung, gleichzeitig aber auch wieder ein Muster, was wir verwenden können. Und zwar vor allem dann, wenn wir sogenannte halbtaktige Wechsel haben. Halbtaktik bedeutet, dass wir pro Takt zwei Akkorde haben. Das Muster sieht so aus, wir machen 1, den Aufschlag leer, dann 2 und 3, wieder leer und 4 und. Das heißt, wir haben zwei gleiche Musterteile. Das heißt eben 1 und 2 und. Jetzt kommt das gleiche nochmal. 3 und 4 und. Zusammen. 3, 4 und. 1 und 2 und. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1
Ja, das nächste Muster sieht dann so aus. Machen 1 auf 1 und treffen wir nicht. Und dann machen wir 5 Anschläge hintereinander. Also 2 und 3 und 4. Und das letzte und ist wieder leer. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Zusammen mit den Akkorden, also E-Moll, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Jetzt wechseln 1 und 5 Anschläge machen, also 1 und 2 und 3. Dieses und ist dann leer, 4 ist wieder angeschlagen und ist wieder leer. Ja, nochmal und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Zusammen 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 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 Übereinheit machen wir jetzt wieder so ein halbtaktiges Pattern. Das geht diesmal so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4.
mal zusammen mit den Akkordwechseln. 3, 4. Ich hoffe, dass durch diesen zweiten Teil des Strum-Trainings, des Anschlagtrainings für die rechte Hand schon noch ein bisschen selbstverständlicher weiß, was sie zu tun hat, und dass du das vielleicht auch schon merkst, dann, wenn du irgendwelche Songs dann spielen willst, beziehungsweise wenn du Akkordwechsel machst, dass es einfach schon sehr viel unabhängiger funktioniert vom Nachdenken her. Dass du nicht über jede Bewegung nachdenken musst, sondern dass du merkst, oh hoppla, ich kann mich ja schon ein bisschen mehr auf die linke Hand konzentrieren. Denn erfahrungsgemäß ist es so, die rechte Hand ist eigentlich das, was sehr viel einfacher zu lernen ist, als die Wechsel in der linken Hand. Ja, ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat, dass es dich vor allem weitergebracht hat. Das ist ja immer das Entscheidende bei Videos. Dann gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Wenn du einen Gitarrenlehrer suchst, ich unterrichte jetzt seit 30 Jahren knapp und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Ich mache das auch über Webcam und Skype. Und wenn du da weitere Infos dazu haben möchtest, dann komm auf meine Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Like meine Facebook-Seite oder komm bei Twitter vorbei. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der Gitarre, viel Erfolg mit der Gitarre, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!